Diese Must-Haves sind die perfekten Geschenke. Egal, ob du sie selber auf deinen Wunschzettel schreibst oder lieber verschenken möchtest, du solltest dich lieber anschnallen, denn jetzt kommt eine Menge Inspiration für jeden Geldbeutel. Es kostet ein paar Cent. Du kannst den verstellen. Der hat hinten nochmal eine Funktion, dass du Licht anmachen kannst, entweder über Kabel oder aber über Batterie. Und du hast hier auch verschiedene Spiegelgrößen. Das heißt, es ist so dieser Spiegel, wo du deine Poren ganz, ganz intensiv sehen kannst und dann am liebsten immer nur rumdrücken willst. Aber don't do it. Zum Augenbrauenzupfen ist das aber sehr, sehr nice. TikTok made me buy it. Diese Anti-Drip Wristbands hindern das Wasser beim Abschminken daran, am Arm herunterzulaufen. Und ich liebe die. Man denkt erstmal mega unnötig, aber wenn man die in seinen Alltag integriert hat, will man sie nicht mehr vermissen. Ich verspreche, diesmal ist alles in der Infobox verlinkt. Die gibt es halt nicht in der Drogerie oder beim Einkaufen irgendwo, manchmal bei TK Maxx, aber halt eigentlich eher online. Deswegen ist es das perfekte Geschenk. Wenn ich ein Typ wäre, würde ich das meiner Freundin safe schenken, weil das ist so etwas, das hat man schon so oft auf Social Media gesehen, findet das irgendwie nice, war vielleicht aber auch so ein bisschen zu geizig, sich das bis jetzt zu kaufen und deswegen würde man das sehr gerne geschenkt bekommen haben. Da fragt sich jeder, wo hast denn du das her? Es kostet ein paar Cent, Euro, nicht viel. Wer oft schwere Ohrringe trägt, wird die Angst kennen, dass das Ohrloch irgendwann total ausgeleiert ist oder sogar durchreißt. Diese Sticker können da aber helfen. Einfach hinten aufkleben, Stecker durch und dein Ohrring wird jetzt von dem Sticker mitgetragen. Wenn dein Budget nicht so groß ist, du aber etwas verschenken willst, wo die Person jeden Tag Freude dran hat, was auch so ein bisschen witzig vielleicht ist oder smart oder einfach diesen Wow, wo hast du nur das gefunden Effekt hat, dann guck mal in die Infobox. Ich verlinke dir nämlich, wo du solche Sachen findest. Ich liebe Schmuck und ich bin immer noch ein großer Fan davon, Abos zu verschenken und von Pure Lay gibt es ja zum Beispiel den Mahina Club. Wir haben diesmal keinen Rabattcode, aber ich finde, du kannst da jemanden für einen überschaubaren Preis wirklich lange eine Freude mitmachen. Absolutes That Girl Must Have. Stirnbänder zum Abschminken, für die Skincare, zum Make-up auftragen. Mein Favorit sind ja immer noch die, die du vorne zumachen kannst, aber auch solche findest du ja easy bei Teddy in der Drogerie, bei Action. Ich glaube, das ist von Action für 2 Euro. Nebenbei erwähnt, Haarbürsten sind auch eine mega Sache zum Verschenken. Generell so Alltags-Beauty-Dinge einfach, wie zum Beispiel auch solche Haargummis oder solche Clips, die nehme ich ja mega gerne, wenn ich mir meine Haare style oder mich schminke, um die Haare aus dem Gesicht zu haben. Da kann ich dir sowas auch sehr empfehlen. Das sieht auch immer richtig cute aus, finde ich. Die meisten Bad Girls lieben Skincare, deswegen ist das etwas sehr Nices zum Verschenken. Wusstest du, dass Typology eine der längsten Inhaltsstoffe Blacklisten auf dem Markt hat? Hier werden nämlich nur die besten Inhaltsstoffe verwendet und alle Rezepturen sind zu 100% französisch und vegan. Und in jedem Schritt des Fertigungsverfahrens werden hier recycelte Komponenten und nachhaltige Transportmittel gewählt. Und richtig wirksam ist das Ganze auch, denn in jeder Rezeptur sind nur die höchste Konzentration an aktiven Inhaltsstoffen. Und mithilfe der intern entwickelten Hautanalyse findest du hier für jeden Hauttypen das richtige Produkt. In meiner Skincare-Routine ist auf jeden Fall das Vitamin C. Und bei einer Bestellung gab es mal dazu, dass den Toner mit Salicylsäure, den mag ich auch sehr gerne. Diesmal gibt es aber mit unserem Community-Rabatt ein Körperpeeling gratis dazu und zwar ab 45 Euro Bestellwert. Und wenn du noch gar keine Idee hast, was du dir so für 45 Euro bei Typology wünschen oder schenken lassen sollst, dann gebe ich dir jetzt mal meine Empfehlung. Einer meiner allerliebsten Cremes, wie man sehen kann. Und da bin ich haargenau, da quetsche ich nämlich jeden Millimeter raus, weil die ist so gut. Aber ich habe auch schon Nachschub. 99% natürlichen Ursprungs, das ist crazy. Die 9 Ingredients Gesichtspflege ist eine minimalistische, parfümfreie Creme, die Feuchtigkeit spendet und deine Haut nährt. Die Textur ist super leicht und gar nicht ölig und sie ist für alle Hauttypen geeignet, selbst für empfindliche Haut. Kleiner Beauty-Hack, du kannst das auch mit dem Glow-Konzentrat mischen. Das ist nämlich angereichert mit antioxidativen Vitamin C und Aloe Vera und verleiht deiner Haut damit einen richtig schönen Glow. Diese Creme ist so leicht und so angenehm auf der Haut, wow. Das Einzige, womit ich manchmal kämpfe, ist der Verschluss ein bisschen. Aber die Creme, oh mein Gott, kann ich mir so easy auch auf gerötete oder empfindliche Stellen schmieren, weil die ist einfach so mild und so sanft und so angenehm und du fühlst dich danach so versorgt und deine Haut so hydriert an. Ich liebe die vom ganzen Herzen. And it's beginning to look a lot like Christmas, auch bei Typology. Bei Typology gibt es auch ein Weihnachtsgeschenkeset. Mhm. Da sind nämlich einige meiner liebsten Produkte dabei, zum Beispiel die 9 Ingredients Cream, eingetöntes Lippenöl in der Farbe Puder Rosa. Das ist ein bisschen sachter als das, habe ich auch, liegt aber am Auto bei mir, liebe ich. Das Glow Serum und die pflegende Mascara, die hat sogar so ganz kleine Fiberhärchen mit drin, die deine Wimpern so optisch ein bisschen länger machen. Meine ist schon leer, deswegen muss ich mir die unbedingt nachbestellen. Ich liebe dieses Lippenöl, guck dir das an. Die Lippen sind nicht nur richtig schön gepflegt, sondern sie sehen auch richtig gut aus und für mich gehört es schon in meine Make-up-Routine mit rein, obwohl es ein Pflegeprodukt ist. Das habe ich ganz neu, das testen wir zusammen. So ein bisschen abmattieren möchtest im T-Zonenbereich, unter den Augen mag ich das sehr gern. Und oh mein Gott, das ist so leicht auf der Haut, erlammert. Ich finde, ich sehe viel frischer aus und vielleicht hörst du es mir an, aber ich bin hart erkältet und ich finde, man sieht es mir gar nicht so krass an, oder? Wenn du nicht alles einzeln shoppen möchtest, sondern dich für ein Geschenkeset entscheidest, sparst du auch bis zu 20 Euro. Und das könnten schon wieder ein paar neue Produkte sein. Aber Achtung, das Angebot ist wirklich super exklusiv und du findest es deswegen nur über den Link in der Infobox. Wenn das nicht That Girl
Girl ist, dann weiß ich auch nichts. Journals sind für mich immer so von Zeit zu Zeit richtig effizient. Ich mag das jetzt nicht, dass man sich so einen Druck aufbaut, jeden Tag da reinschreiben muss und wenn nicht, dann bist du am Ende des Tages irgendwie deprimiert oder denkst, oh, ich habe es nicht geschafft. Sondern nutzt das wirklich für die Zeiten im Leben, wo du wieder so ein bisschen dich sammeln willst, wo du dir Dinge mehr in den Kopf rufen willst, wo du sagst, ich will mal wieder ein bisschen mehr dankbar sein oder mir bewusst sein, was für ein tolles Leben ich eigentlich fühle. Über die Weihnachtszeit möchte ich ein paar Verlosungen machen, nicht nur hier, sondern auch auf Instagram, weil das hier immer so ein bisschen schwierig ist mit den Gewinnenden. Die melden sich immer nicht zurück und das ist dann richtig schwer. Aber ich verlose bald auch ein Selbstbräuner-Set. Ansonsten wünsch dir das doch auch gerne mal zu Weihnachten oder verschenk das. Da kannst du so ein richtig schönes Set zusammenstellen mit Selbstbräuner fürs Gesicht, für den Körper, einen passenden Handschuh dazu oder auch diesen Rückenschrubber, mit dem du das ganz alleine auf dem Rücken platzieren kannst. Wir lieben das. Das steht sowas von auf meiner Liste dieses Jahr. Ein Fußbad. Ich will das schon ewig haben, weil du weißt, meine Glow-Up-Routinen finden immer in genau dieser kleinen Badewanne hier statt. Und ich will unbedingt so ein Fußbad haben, was so sprudelt oder vielleicht sogar wärmt. Und deswegen kommt das auf meine Liste dieses Jahr. Diesen Wunsch habe ich mir selber schon erfüllt. Ich habe mir zum Black Friday nämlich einen neuen Lockenstab bestellt. Denn falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin ja jetzt blond. Und ich möchte gerne mehr mit meinen Haaren machen. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir das bestelle. Das ist halt sehr, sehr günstig. Und eventuell ist das ja genauso gut. Wir gucken uns das vielleicht mal demnächst an. Also halt die Augen hier auf dem Kanal offen, wenn dich interessiert, ob sich die, ich glaube, 80 Euro oder was das kostet, lohnt. So ein Luftdiffuser. Oh mein Gott, Bad Girls und Clean Girls haben immer auch so richtig nice, aufgeräumte Wohnungen. Da riecht es immer gut. Da ist die Luftfeuchtigkeit perfekt. Und du kannst atmen wie eine Königin. Und deswegen wollen wir so einen Diffuser haben. Das steht auf meiner Wunschliste. So ein Facial Diffuser, der deine Poren öffnet, damit das alles so besser einziehen kann und so. Finde ich großartig. Bademäntel auf die 1 oder auch Morgenmäntel. Ich liebe das. Du stehst morgens auf, weißt noch nicht, was du den Tag über anziehen willst oder kommst aus der Dusche. Du hast erstmal was zum Anziehen. Du kannst damit ganz entspannt erstmal deinen Glam machen und danach überlegst du, was du anziehst. Wir brauchen das. Ich bin süchtig nach Hausschuhen geworden, weil ich halt aber auch so viel zu Hause bin durch Homeoffice und die Social Media mache ich ja auch viel von zu Hause und deswegen, ich hasse das, kalte Füße zu haben und Hausschuhe sind nicht nur schön warm, die sind auch cute und die machen irgendwie eine Stimmung und ich fühle mich dann irgendwie so ein bisschen mehr angezogen. Wir lieben Mikrofaserhauben, die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie die Feuchtigkeit aus dem Haar schnell aufnehmen und außerdem trocknen die Mikrofaserhandtücher im Nachgang auch viel schneller als andere Materialien. Kostet nicht viel, gibt es bei Action sehr, sehr günstig und ist eine richtig gute Geschenkidee. Ein super nices Geschenk, weil das kriegst du halt wieder nicht überall gekauft, sondern das muss man schon im Internet bestellen und damit kannst du jemandem eine Freude machen, weil das ist ja auch voll spaßig, das dann das erste Mal so auszuprobieren. Vor allem für Skincare-Lover ist das ein richtig gutes Geschenk. Ich liebe Eistools, Masken, Roller, Kugeln, Pads, alles. Ich bin da total dabei und deswegen ist das für mich natürlich auch eine ideale Sache zum Verschenken. Kosmetikstudio für zu Hause sozusagen. Bei Current Body gibt es ja richtig viele coole Gesichtstools, wie zum Beispiel die LED-Maske. Ganz kurz gesagt unterstützt sie deine Haut dabei, fester und jünger auszusehen. Aktuell bin ich dabei, ein weiteres Gerät von Current Body zu testen. Und deswegen finde ich, dass die Produkte von Current Body super unterm Weihnachtsbaum aussehen würden. Das kommt natürlich in einer richtig schönen Verpackung. Zugegeben, es ist ein bisschen hochpreisig, also ist jetzt kein Shampoo, was du einfach so in der Drogerie mal mitnimmst. Wenn du dir das selber wünschst, können ja vielleicht ein paar mehr Leute aus deinem Umfeld zusammenlegen. Oder wenn du jemanden kennst, der da wirklich Freude dran hätte oder sich das lange schon gewünscht hast, vielleicht findest du ja noch so ein paar andere Leute und ihr schmeißt alle zusammen und könnt der Person dann eine Gesichtsmaske oder ein anderes tolles Tool kaufen. Beauty-Tools im Generellen, Pinsel, Schwämme, den Beauty-Blender kann ich sehr empfehlen. Wimpernzangen, Wimpernbürsten, Spoolies, Pinzetten. Bei DM gibt es eine richtig coole Pinzette mit einem kleinen Bürstchen dran. Die habe ich mal bei TK Maxx irgendwann gefunden. Die gibt es bei Rossmann, die ist unscheinbar, aber ich liebe die. Die hat 6 Euro gekostet. Okay, Real Talk, Wärmedecken sind ein ausgezeichnetes Geschenk, weil sie nicht nur kuschelige Wärme spenden, sondern auch dazu beitragen, Stress abzubauen, die Entspannung zu fördern und generell Verspannungen zu lösen. Die Kleine ist perfekt, auch für so Unterleibgeschichten. Und wenn du jemanden kennst, der immer über Nackenprobleme klagt, dann gönn ihr oder ihm, weil das ist mega. Ich bin hier so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde das Ergebnis wirklich nice, aber damit schlafen kann ich überhaupt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so hin und her gerissen ist, man das schon öfter mal kaufen wollte und dann das irgendwie nie gemacht hat, weil es ja trotzdem 6, 7 Euro kostet. Und deswegen kann man sich das doch einfach schenken lassen oder jemandem schenken, der auch immer überlegt. Das Ergebnis ist mit dem nicht ganz so intensiv. Dafür ist das das Einzige, mit dem ich wirklich schlafen kann. Speaking of Schlafen, eine Schlafmaske. Vor allem gibt es welche, die so ein bisschen ausgepolstert sind. Für Fake Lashes sehr nice, aber auch so, weil die dann die Augenlider nicht berühren. Wenn du eine Beauty-Sis kennst, dann schenk ihr doch einfach mal ein paar Beauty-Neuheiten. Meine neueste Errungenschaft sind diese Volumenklammern. Man muss ja nichts verschenken, was man schon ausgiebig getestet hat. Das macht ja auch voll Spaß, solche Dinge einfach mal selber zu testen. Deswegen schenk doch mal irgendetwas, was du selber noch nicht kennst, aber mega spannend findest. Deine Sis kann dir dann Feedback geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich einige Schwestern über Lockenwickler sehr freuen würden. Ich freue mich immer mega über Dinge, von denen ich selber gar nicht wusste, dass die existieren oder dass ich sie brauche. Und wenn ich sie in den Händen halte, denke ich mir so, oh mein Gott, wie nice. Wie zum Beispiel ein Set, um dir selber die Augenbrauen oder Wimpern zu liften. Oder so eine Schlaf
Schlafhaube, damit deine Haare nicht knicken oder kaputt gehen über Nacht. Düfte sind natürlich auch immer mega zum Verschenken. Entweder, ach, liebe ich, haben wir in einem TikTok-Neuheiten-Video getestet, finde ich auch sehr nice. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich mal wieder Neuheiten von TikTok testen soll. Meine Kalinendüfte müsstest du mittlerweile auch kennen. Mein Favorite ist immer noch Rouge Intense. Liebe ich. Beauty ist ja nicht nur, damit du am Ende irgendwie schön aussiehst oder ein bisschen aufglammst oder so, sondern der Prozess dahinter. Man will ja auch irgendwas zu tun haben. Man will den Prozess enjoyen. Und ich habe so viel Freude schon an diesen Lockenwicklern gehabt. Ich wusste nicht, dass ich einen neuen Föhn brauche, bis ich den in den Händen gehalten habe. Dieser Föhn hat mein Haarpflege-Game komplett geändert. Super lange dachte ich, dass Haare föhnen voll schädlich für die Haare sei. Stellte sich heraus, das ist umgekehrt der Fall. Mehr zu diesem Thema und meine komplette Pflegeroutine findest du nächste Woche hier auf diesem Kanal. Aber weil ich ein absoluter Fan von diesem Föhn bin, kommt er schon mal auf die Geschenkeliste. Dinge, die ich verschenken oder mir selber wünschen würde. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Inspo geben. Schreib mal gerne in die Kommentare, falls du auch noch was der Liste hinzufügen kannst. Darüber freue nicht nur ich mich, sondern die ganze Community. Ich bedanke mich, dass du dieses Video bis hierher geschaut hast. Vergiss den Typology-Rabattcode nicht, die Aktion und das Geschenkeset. Check das auf jeden Fall mal aus. Der Link ist in der Infobox. Ich würde sagen, wir sehen uns schon im nächsten Video. Mach's gut und bis dahin und tschüss!